Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Bioshock 2 Remastered. Letztes Mal haben wir uns um Wales gekümmert, den Priester oder Pfarrer, wie auch immer, der Lamp hörig war. Und ich habe dann noch gesagt, wir müssen unbedingt noch eine Little Sister finden und die Leichen. Da müssen wir das Adam abzapfen. Und dann habe ich festgestellt, wir haben ja schon alle drei. Also, diesmal keine Verzögerung, keine Aufschübe. Wir werden gucken, dass wir... Ich gehe eben nochmal schnell auf die Map. Wir schauen uns nochmal um, ob wir wirklich alle Bereiche abgeklappert haben. Da bin ich mir nämlich gar nicht mehr so sicher. Und mal so. Hier hinten waren wir noch nicht. Beim Geheimlabor auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da irgendwie hinkommen. Das heißt, wir könnten noch versuchen, diese Orte zu erreichen. Ansonsten werden uns da Dinge entgehen, fürchte ich. Wir müssten hier hin. Hier ginge es nach. Wo geht's denn hier hin? Da hinten diese... Vermutlich diese Pumpensteuerung. Wir könnten mal hingehen. Ich würde aber tatsächlich gerne versuchen, dieses Geheimlabor zu finden. Es tut mir jetzt leid, wenn wir nochmal zurückdackeln müssen. Aber... Ich bin mir gar nicht so sicher. Warte mal, den kann ich gar nicht mitnehmen, den Verbandskasten. Ich weiß, hier lagen überall noch Verbandskästen und Sachen. Deswegen ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn wir Schaden nehmen sollten. Kugeln können wir auch mitnehmen. Da freue ich mich auch drüber. Ein Splicerherz. Mini. Konnte ich das jetzt? Nee, kann ich auch nicht einstecken. Ich muss mal eben gucken, wo genau wir hin müssen. Eigentlich ist es ja gar nicht so weit. Es wäre jetzt hier raus und dann nach links. Da knurrt er schon fröhlich. So, und da haben wir sogar noch einen Spider-Splicer mitnehmen können. Schön. Ich glaube, ich habe wieder so einen Dicken gehört. Zumindest von der Stimme her könnte es so ein Brute-Splicer gewesen sein. War das hier? Oh, Tatsache, da ist er. Nee, den anderen. Den da hier hätte ich gerne. Was ist da los? Okay, wir lassen das mal. Ich glaube, das war... War das hier irgendwo rein? Nein, das war jetzt gerade falsch. Okay. Das müsste hier an der Seite irgendwo reingegangen sein. War das hier bei dem Grocery-Ding? Ja, hier irgendwo rein. Denn ich glaube, das Geheimlabor habe ich noch nicht... Richtig, da haben sie mich ja nicht reingelassen. Mal gucken, ob das jetzt... Nein, sie lassen uns nicht rein. Vielleicht hätte ich die Splicerin hier nicht töten dürfen. Das könnte auch sein. Oh Mann, oh. Ich wäre da schon ganz gerne reingekommen. Aber ich weiß leider nicht wie. Das ärgert mich jetzt sehr. Könnten wir da über einen anderen Weg? Nö. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal zurück. Wer weiß. Okay. Das ist sehr, sehr schade. Aber ein Blick war es nochmal wert. Dann hauen wir jetzt aber auch ganz schnell ab und folgen dem Pfeil. Fast ohne Verzögerung. Fast ohne. Wir müssen hier rüber. Nein, nicht hier rüber. Wieso komme ich eigentlich hier nicht rein? Und wo muss ich hin? Moment. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich müsste doch eigentlich... Eigentlich müsste ich doch hier hinten durch, oder? Oh nein, da kommt Wasser raus. Da muss ich auf keinen Fall durch. Ich bin gerade vollkommen... Ich stehe auf dem Schlauch. Ah, hier. Natürlich. Und uns wurde ja extra gesagt, wir sollen uns gut vorbereiten, denn wenn wir erstmal da sind, gibt es keinen zurück und wir werden sehr wahrscheinlich unangenehmen Besuch bekommen. Irgendwo ist wieder ein Splicer in unserer... Deswegen, da wir sehr wahrscheinlich uneingeladenen Besuch bekommen werden... Oh, das haben wir noch nicht gehackt. Perfekt. Ich wollte nämlich schon sagen, ich werde dann mal versuchen, dass wir einfach unsere Vorräte hier noch ein bisschen aufstocken.
Nein. Ach, ich kann ja nur 5 mitnehmen. Wie habe ich nochmal gesagt? Fülle ich Eve auf mit C? Mit V? Nein, auch nicht. Mit Tab? Tab öffne ich die Konsole. Das war's nicht. Mit SD? Nein, auch nicht. Umschalten? Auch nicht. Ach, Manu, wie habe ich denn nochmal gesagt, dass ich Eve auffülle? Der hilft mir nicht. Okay, ich muss mal ganz kurz ein bisschen Eve verschwenden, ja? Das, So. Geht auch nicht immer. An der Stelle war es ganz okay jetzt. So, dann kaufen wir mal ein. Wir können keine Peppriegel, Sardinen. Und hier gibt es keine Munition, die wir kaufen könnten. Gäbe es denn hier ein Band? Ja, da vorne ist noch einer. Sehr gut. Wenn ich hier ein Stück weiter gehe, eventuell auch nicht die Treppe hoch, sondern einfach nur weiter. Da vorne müsste das irgendwo sein, oder? Unten, theoretisch. Könnte das sein, dass hier... Moment, wo ist er denn? Ah! Es geht gar nicht nach unten. Moment, da liegen noch Sachen. Das nehmen wir gerne mit. Kann es sein, dass unser Banditen... Ach so, oben vermutlich. Nicht unten, sondern oben. Ich bin heute ein bisschen verwirrt. Das tut mir unglaublich leid. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr sagen, ich bin heute verwirrt. Das ist, glaube ich, ein Dauerzustand bei mir. Kann es sein, dass hier irgend... Wie komme ich eigentlich hier rein? Es gibt hier so viele Ecken, in die wir nicht reinkommen. Warum nicht? Was ist da? Moment. Was ist das? Door Control. Könnte ich das eventuell vielleicht... Könnte ich das eventuell hacken? Nee, nicht mit den Nieten. Das müssten... Einer von 5. Einer von 5. Okay, das geht, ja. Perfekt. Sehr, sehr gut. Wie man die untere hacken soll, weiß ich nicht. Aber hier ist zumindest auf jeden Fall noch was für uns drin. Gefesselt an die große Kette. Bis Adam kam, war der Mensch ein Sklave seiner Gene, des inneren Tyrannen. Lust, Gier, Wut, Selbstbesessenheit, alles in unsere DNS eingebrannt. Wir zogen nicht an der großen Kette des Fortschritts, wie Ryan glaubte. Wir waren damit gefesselt. Aber jetzt können wir den Bauplan des Menschen umkonstruieren. Dem Allgemeinwohl zu dienen, kann so natürlich werden wie das Atmen. Der Tyrann wird ganz einfach aussterben. Und du entscheidest also, wer ein Tyrann ist und wer nicht. Klingt das für noch jemanden an sich schon falsch? So, jetzt müssen wir versuchen, den blauen Bereich zu treffen. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Ah, es hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt. Aber das macht nichts. Wir sind ja auf jeden Fall reingekommen. Und damit bin ich schon ziemlich glücklich. Und der Elamo müsste irgendwo in der Richtung sein. Aber ja, den finden wir dann schon auch noch. Warte mal, was ist das? Das Mini-Geschütz, das ich nicht mitnehmen kann. Och, Menno. Ich werde auch gleich schnell speichern, ganz ehrlich. Ich glaube, das war auf F12. Ich warne euch nur vor, weil es dann kurz speichern wird eben. Nein, den Alarm will ich definitiv nicht deaktivieren, wenn es doch für uns arbeitet. Hier können wir durch... Moment. Jawohl. Bitte stürz nicht ab. Gut. Einfach nur, damit wir jetzt tatsächlich davor stehen und es haben. Alles haben, was wichtig ist. Hier war auch nichts mehr drin. Und hier hatten wir, genau, Simon Wales. Und da hinten war der Munitionsautomat. Was war da? Ah, Bohrtreibstoff. Nein. Okay, gucken wir mal, was wir hier noch kaufen könnten. Fallnieten brauchen wir eigentlich nicht. Die können wir nicht alle mitnehmen. Schwere Nieten auch nicht. Die 50er-Kugeln eigentlich auch nicht. Antipersonen, ja, da können wir einfach mal welche mitnehmen. Mehr aber auch nicht.
Ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder, ne? Zeit, dass wir nach unten gehen. Und dann auch ultimativ weitermachen. Ich kann mich unten nochmal umschauen, ob da irgendwas... Da, warte mal, ist das nicht der Flugzeugabsturz aus dem ersten Teil? Das könnte der Flugzeugabsturz aus dem ersten Teil sein. Das wäre ja interessant. Sind hier noch mehr Bilder? Nein. Hier sind aber ganz viele Fotos. Die ich, Moment, stört gerade. Allesamt aber nicht zuordnen kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, da sieht aber jemand aus wie Charakter XY aus dem ersten Teil. Vielleicht ist da jemand anderes ein bisschen talentierter als ich. Ich bin es definitiv nicht. Nein, Bohrertreibstoff, da kamen wir her. Da ist Wales. Da ist wieder, ja, dieselben Bilder wie auf der anderen Seite. Und hier geht's nach unten. Ich gehe gleich auch nach unten. Das sieht übrigens sehr, sehr krank aus, wenn ihr mich fragt. Dieses kleine Mädchen, das da über dem, der schlafenden Frau schwebt. Ich entschuldige mich sehr, falls euch das jetzt nicht so sehr fasziniert wie mich, aber ich finde das wirklich... Wir können auch nochmal näher ran und dann hier dieses Ding ausblenden. Habe ich da gerade einen... Oh, ich hatte gerade einen ganz creepigen, ganz gruseligen Ton auf dem Ohr. Wir schauen hier nochmal kurz rein. Mieten. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Unten müsste dann auch es eben weitergehen. Und dann schauen wir hier nochmal in den Verkaufsautomaten. Manchmal sind bei unterschiedlichen... Moment, ich gehe übrigens wieder auf unsere normale Kondition. Manchmal sind bei unterschiedlichen Verkaufsautomaten ja auch... Na gut, hier nicht. Ich wollte gerade sagen, unterschiedliche Dinge, die man kaufen kann, aber hier ganz eindeutig nicht. Da drüben müsste es weitergehen. Mal ganz kurz. Her Purgatorial, ich kann es nicht lesen. Und der gruselige Ton ist tatsächlich da. Ich bilde ihn mir nicht ein. Okay, ich schaue eben hier nochmal, ob ich bei den Lagerkisten was habe, ob wir noch ein bisschen Schrot. Sonst irgend... Boah Gott, diese Leichen hier immer. Ich gucke mich nur noch ganz besonders gründlich um. Dann speichern wir nochmal. Sicher ist sicher. Achtung, ich speichere nochmal. So, und dann gehen wir da durch und hoffen einfach mal aufs Beste. Denn ab hier wird es dann bald kein Zurück mehr geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Das wäre vermutlich eine letzte Gelegenheit. Verbandskästen, schon klar. Mhm. Leider kann ich ihn nicht mitnehmen. Den Tisch haben wir jetzt geplündert schon. Hier müssen wir hin. Moment, ich werde mal was gucken. Da kamen wir her. War hier noch irgendwas anderes? Da lagen doch... Okay, die Koffer kann ich nicht untersuchen. Unten drunter ist auch nichts. Da sind Lagerkisten. Wir bekommen eindeutig viel zu viele Sachen geschenkt an dieser Stelle. Hier müssen wir den Dionysus Park, den Schalter umdrehen. War hier noch irgendwas anderes? Ein Tonband, ein irgendetwas? Oben vielleicht? Nein. Okay, dann tun wir es doch mal. Die Pumpensteuerung ist aktiviert. Hältst du mich für eine Tyrannin, Delta? Eine Tyrannin, die den Traum eines toten Mannes an sich reißen will? Die Stadt ist nichts. Rapture muss sterben, damit Eleanor sich aus ihren Trümmern erheben kann. Erlaube mir, es dir zu demonstrieren. Lamb überlastet die Pumpen. Gleich stürzt alles ein. Zum Dionysus Park. Beeil dich. Oh oh. Oh oh. Alles so nass. Aber wir haben keinen Timer laufen, glaube ich. Das heißt, es wird vermutlich... Wir werden vermutlich gewisse Checkpoints passieren und... Hey du!
Ich möchte, dass du dir diesen Moment einprägst. Dieser bestialische Marsch durch Geschrei und Finsternis. Das ist unsere Existenz. Die greifen uns also immer noch an. Schön. Ich habe jetzt gedacht, die hätten jetzt vielleicht andere Sorgen, als sich mit uns anzulegen. Ich wollte nett zu dem sein. Wo muss ich denn eigentlich hin? Raus da jetzt, Junge! Ja, ich versuch's doch. Ich wollte in das Geheimlabor, da waren bestimmt ganz tolle Sachen drin. Oh, wow. Oh mein Gott. Ein bisschen Geld noch sammeln, das ist schön. Hier wird bestimmt auch gleich alles unter Wasser sein. Ach du... Wo muss ich hin? Muss ich nach oben? Das könnte auch sein. Er lag da einfach so in... Bist du tot? Ja, du bist wirklich tot. Da drüben zu dem... Meerverband. Moment, ganz kurz. Einfach nur, weil wir es können. Hier ist es sehr dunkel. Hier werden garantiert Splicer auftauchen. Oder? Die Genbank. Aber ich erinnere... Was? Oh. Hier sind auf jeden Fall auch Splicer. Waren wir hier schon mal? Ich habe das Gefühl, ja. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh Gott. Es tut mir leid, wenn ich gerade ganz wenig rede. Das ist einfach gerade sehr... Hui. Überraschend. Überwältigend. Ich muss hier doch durch. War das jetzt richtig? Ich muss hier doch durch, oder? Okay, ja. Ja. Wir sterben nicht. Wir sind da. Hier sind jetzt... Sieh hin. Das ist die Welt, die du anstrebst. Du. Allein. Unter den Toten. Der Hai. Der Hai. Ich mochte den Hai. Ich hoffe, der greift uns nicht an. Ich würde ungern... Wie kommen hier denn so schnell Haie rein? Um Gottes Willen. Ich will mich hier nur ein bisschen umgucken. Das ist gerade auf seine ganz eigene Weise wunderschön, finde ich. Ich bin sicher, wir können vermutlich nicht mehr... Nein. Nein, leider nicht. Aber wirklich, auf seine Weise ist das wunderschön. Und das ist genau das, wie Rapture aussehen sollte. Versunken, verlassen, im Nichts. Es sollte einfach niemand mehr in Rapture sein. Gut, Leichen kann man auch im Unterwasser noch plündern. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade hin sollen. Sollen wir da nach hinten? Ja, da ist das rote Licht. Der Hai ist nicht mehr aufgetaucht. Ich fand den so faszinierend. Ich mag ja Haie. Egal, was man... Man kann sagen, was man möchte. Haie sind sehr, sehr faszinierende Wesen. Und nicht halb so gefährlich, wie sie gerne in Filmen dargestellt werden. Auch wenn ich niemals im Leben mich mit einem anlegen wollen würde. Okay, wir müssen wieder zurück. Ich kann jetzt wieder versuchen, diese Adam-Schneckchen zu finden. Dann kriegen wir ein bisschen zusätzliches Adam. Wobei wir bisher, glaube ich, tatsächlich alle Sisters bekommen haben und alle... Da ist wieder ein Hai. Ich kann hier unter Wasser nicht angreifen. Das heißt, würde der jetzt auf Konfrontationskurs mit uns gehen, wären wir ein bisschen schutzlos. Aber ich glaube nicht, dass er das tun würde. Und realistisch betrachtet sollte er den Big Daddy-Anzug, glaube ich, auch in Ruhe lassen. Na? Gordon? So heißt mein Hai in Guild Wars. Gordon. Und ich mag er. Ist das ein Daddy oder eine Big Sister? Oh Gott, nein, das ist die Big Sister. Oh Gott, nein, das ist die Big Sister. Eine davon. Eine der Big Sisters. Es muss mehrere geben. Wir haben ja schon welche besiegt. Das heißt, die
Doofe erwartet uns gleich wieder irgendwo. Ah, das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht so. Ich mag die einfach nicht. Ich finde, die hat viel zu viele Fertigkeiten für einen NPC. Und ich glaube, auch wenn es natürlich schön ist, wenn man Dinge im schweren Modus schafft oder im normalen Modus, ich glaube, ich werde einfach bei Bioshock in Zukunft wieder sagen, komm, der normale Modus reicht mir vollkommen aus. So, machen wir hier wieder zu. Wasser wird abgelassen. Und vermutlich darf ich mich gleich mit der Gehe zu Dionysus Park. Maximiere deinen Fortschritt im Erforschen, indem du verschiedene Plasmide und Waffen einsetzt. Ja, mal gucken. Und da haben wir auch schon geladen. Sehr gut. Geladen. Ich habe die Leertaste gedrückt. Würdest du bitte? Ah, Inhalt wird gespeichert. Okay. Das erklärt, warum es einen Hauch länger gedauert hat. Dionysus Park gehörte Sophia Lam, Chef. Es war so eine Art privater Zufluchtsort für ihre sozialen Experimente. Eines Nachts wurde er überflutet. Alle Gäste starben. In den Zeitungen stand, es hätte was mit dem Kult zu tun. Komm auf zur Bahnstation. Dort treffen wir uns. Sofort. Ich muss erst ganz kurz das hier machen. Ich finde das hier so hübsch. Diese Mischung aus überflutet, also aus Unterwasser und nicht Unterwasser, finde ich wahnsinnig schön. Okay, da drüben ist es nicht so schön. Es hat seinen eigenen Charme, aber es ist nicht ganz so, ja, nicht ganz so hübsch wie... Ich mag diese leuchtenden Unterwasserpflanzen. Ich finde die total schön. Deswegen auch muss ich da immer mal wieder das Interface ausblenden und einfach gucken. Da sind also... Es ist überflutet worden. Der arme Fisch. Hallo Fisch. Tu dir nichts. Ich hoffe, du kommst noch in die Pfütze. Ist also überflutet worden und alle sind gestorben. Ja, das ist ja zauberhaft. Da ist eine Eve-Spritze, die brauche ich aber gerade nicht. Ich will mal kurz in der Genbank gucken, wenn wir schon mal hier sind. Da ist die Cyclone Trap. Habe ich da jetzt schon die zweite? Nee, da habe ich immer noch nur die einfache. Ich habe auch nicht die bessere gekauft, oder? Nein, habe ich nicht. Schade. Schade, schade. Ich weiß, das sollte ich machen. Ich gucke mal eben ganz kurz auf die Map, wo wir sind. Ja, das ist ja noch nicht allzu viel. Ach, du Heilige. Okay, wir sind also gerade... Nee. Wir sind ganz unten. Es gibt hier noch einen Verkaufsautomaten, ein Erste-Hilfe-Ding. Dann wird es schon relativ groß. Oje, oje. Und dann gibt es auch noch einen dritten Stock ganz hier hinten, allerdings nur im Theater. Okay. Das wird lustig. Wirklich, das wird witzig. Das wird... ich wollte jetzt aber nicht, um ehrlich zu sein. Feuer finde ich schon ganz passend für die meisten Gelegenheiten. Oh nein. Oh nein, warum habe ich da einen Schatten gesehen? Wessen Schatten habe ich da gesehen und warum ist die Tür hier zu? Moment. Wer auch immer uns hier auflauert, wir können ihn filmen. Gibt ein bisschen Forschungsbonus-Fortschritt. Ihr wisst schon, ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich hoffe, wir kommen da gleich rein. Oh nein, ich erinnere mich an die Houdini-Splicer. Ist es jetzt etwa wieder so einer? Ein Houdini-Splicer? Die waren anstrengend. Ganz ehrlich, die waren einfach nur anstrengend. Jetzt haben wir hier Mondscheinabsinth. Nehmen wir. Nieten würde ich auch mitnehmen. Phosphorschrot eigentlich auch. Kann ich aber nicht mehr. Moment, ich muss mal eben gucken, ob hier noch... Da lagen tatsächlich noch Sachen, die ich übersehen habe. Da ich glaube, dass das Ding automatisch kommt, wenn wir uns irgendwann an die richtige Stelle fortbewegen nach vorne, habe ich immer wenig Probleme damit zurückzugehen und nochmal zu gucken, ob wir was liegen gelassen haben. Nur beim Vorwärtsgehen habe ich ein bisschen Angst. Hier jetzt auch nicht so. Ja, ich bin ein bisschen paranoid, ich gebe es zu.
einen Code, den wir nicht haben. Ich werde mal versuchen, den zu hacken. So, hat scheinbar funktioniert. Was ist da drunter? Mieten, na klar. Was kann ich mir denn hier Schönes kaufen? Sardinenkuchen mit Cremefüllung, Antipersonenmunition. Ja, muss ich mir eigentlich auch nicht. Habe ich von allem genug. Na gut. Gucken wir mal weiter. Irgendwo wird er auftauchen. Es dauert... Klar. Und lass mich raten, das Fass fliegt gleich in die Luft. Ist das überhaupt ein Fass? Das könnte auch was anderes sein. Vielleicht kommt er aber auch von hinten, weil es das Fass aus der Richtung gekommen ist. Das, oder ist er das? So. Achtung! Subject Delta hat Dionysus Park trockengelegt und infiltriert. Sein Tod ist unsere Wiedergeburt. Das Leben der Tochter des Volkes liegt in eurer Hand. Okay. War das jetzt eine Houdini? Ja, Houdini, ich wusste es doch. Ich guck mal eben ganz kurz, was uns... nein. Hier war's. Da. Ich guck mal eben ganz kurz, was es uns bringt mit den... War das nicht hier? Da war's hier. Houdini-Splicer, wo sind sie? Hier. Erhöht deinen Schaden, beim Teleportleiter zu entdecken, Schaden und natürliche Tarnung. Oh, kann es das sein, dass wir unsichtbar werden, wenn wir uns eine gewisse Zeit nicht bewegen? Das Chamäleon-Tonikum aus dem ersten Teil... Eine Leiche. Aber auch die sieht ziemlich verstümmelt aus, wenn wir ehrlich sein wollen. Die hatte weiter nichts dabei, oder? Nee. Und ich komme hier in diese... Ich könnte einen Code eingeben. Wo könnte der Code sich befinden? Ich guck mal eben ganz kurz was. Wir sind hier. Das ist nur ein ganz, ganz kleines Zimmerchen. Die anderen Zimmer sind nicht eingetragen. Das heißt, das hier ist wirklich das Einzige, in das wir rein können. Ich würde jetzt gerne was gucken, noch schnell. Ich weiß, wenn wir irgendwo einen Code finden würden, dann würde er ganz automatisch in unsere, keine Ahnung, Datenbank wandern oder so. Was ich gucken wollte, war, ob ich hier irgendwie noch reingucken kann in... Jetzt bin ich hier wieder. In diese Räumchen... Ne, warte, das ist nicht. Dann war hier eben die Türe zu. Die Türen hier waren eben geschlossen, glaube ich. Okay, wir... Okay, ja. Hier waren wir eben. Falls jemand den Türcode gesehen hat oder weiß, wo er ist, darf er es mir gerne sagen. Ansonsten, ich hoffe einfach, dass wir ihn noch finden. Ich würde die Tür auch gerne hacken können. Da geht's gleich hoch, aber erstmal schaue ich mich hier unten natürlich um. Jawohl, da ist was. Protection, also Schutz. Tja, ich bin drin. Meine Wenigkeit ist das jüngste Mitglied der Familie Rapturs. Ich habe Wales was verzapft von wegen, dass die Tribune mich daran hindert, dem Volk reinen Wein einzuschenken. Und ohne ein Wort zu sagen, drückt er mir eine Einladung für diese Künstlerzuflucht hier im Park in die Hand. Lam hat mir die Nummer vom frustrierten Schreiberling abgekauft. Sie unterstützt mich sogar. Ich soll alles aufschreiben, während ich hier bin. Nur, dass meine Story von ihr handeln wird. Und ich glaube, das Ende wird ihr nicht gefallen. Ich befürchte eher, sein Ende wird ihm nicht allzu sehr gefallen haben. Wir nehmen das einfach mal. Denn ich gehe davon aus, dass der gute Stanley Poole nicht mehr unter uns weilt. Ich gucke hier einmal schnell um die Ecke nach oben. Da ist eine Bot-Abschaltung. Das ist sehr schön, dass die direkt hier ist. Cowens Galerie. Cowen, dieser Durchgeknallte. Da vorne sehe ich schon, wo die Sicherheitskamera ist. Aber da unten sehe ich vor allem auch nochmal ein anderes
Nochmal ein anderes Tonband, das wir uns jetzt auch nochmal anhören. Ein Geschenk von Billy. Liebes gelbäugiges Mädchen, mein Name ist Billy und ich habe dich neulich am Karussell gesehen. Ich finde dich sehr hübsch. Dein blaues Kleid gefällt mir und auch dein Lied über die Engel. Meine Mom sagt, dein Dad macht dir Angst, aber ich finde, er ist stark und nett, so wie ein Held aus einem Comic. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe es im Keller versteckt, damit niemand es findet. Der Geheimcode für die Tür ist 1080. Ich hoffe, es gefällt dir. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, winke ich, dann weißt du, dass ich es bin. Oh, ist das süß. Oh, ist das niedlich. Oh, ist das bezaubernd und süß. Oh, oh, ist das lieb. Ich hype das jetzt so ein ganz kleines bisschen. Das ist ja goldig. Und damit ist... Jetzt haben wir hier den Code. Oh, ist das süß. Nee, falsch. Das habe ich ganz falsch eingetippt. 1080. So. Oh, ist das lieb gewesen. Direkt das da. Ein Geschenk für das gelbäugige Mädchen. Oh, ist das süß. Moment mal ganz, ganz kurz. Ich muss das einmal so... Oh. Ist das süß. Ich muss zugeben, das ist jetzt echt niedlich. Und das liegt hier immer noch. Das lässt mich ein bisschen befürchten, dass der gute... Wir haben ein Waffen-Upgrade, das ist super. Aber es lässt mich ein ganz kleines bisschen fürchten, dass der gute Billy es natürlich nicht überlebt hat. Wir hören erstmal, Lamps Zeit ist vorbei. Hören wir uns erstmal das kurz an noch. Man sagt mir, dass Lärm auf der Straße gesehen wurde. Ein Exemplar der Alpha-Serie wurde bei dem Zwischenfall getötet. Seine an ihn gebundene Sister wurde gestohlen. Das waren wir. Aber der Rat hat keine Zeit für eine Menschenjagd. Atlas füllt die Reihen seiner Marodeure mit jedem weiteren Tag. Egal. Lambs Name ist beim Volk bereits verblasst. Sie ist nur mehr ein Gespenst, das vergessen hat zu sterben. Damit sind doch wir gemeint, oder? Das sind wir. Eine Rose. Oh. Ich hätte da auch R drücken können, aber ich wollte nicht. Ich wollte nicht, dass die Rose weggeht. Ich weiß nicht, was wir mit der Rose machen können, aber... Erhöhter Schrotflintenschaden, erhöhter Harpunenzoom. Ich nehme mal erhöhter Harpunenschaden. Auch wenn wir die noch nie ausprobiert haben. Und ich weiß gar nicht, wie man mit der Harpune zoomt. Finden wir irgendwann vielleicht raus. Wir sind jetzt auf jeden Fall... Ich würde sagen, bevor ich jetzt wieder nach oben gehe, würde ich hier aber an der Stelle Schluss machen. Denn, ja, ich habe mich jetzt einfach gerade so gefreut über Billys Geschenk. Oh, das ist so süß, eine Rose. Ich wünschte, wir könnten uns das Ganze angucken. Und wir haben übrigens automatisch die Speere ausgewählt. Das würde ich gerne wieder ändern. So. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich fand das so süß. Und wie gut, dass wir immer alles absuchen, sonst hätten wir dieses süße Geschenk nicht gefunden. Da freue ich mich jetzt gerade wirklich drüber. Wie gesagt, ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Bioshock 2 Remastered. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich eben bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.